So, Hero Maniacs, es ist ein wunderschöner Tag auf unserem Ark-Server. Der Norbert steht hier vor der Hütte. Der Norbert, wie geht's dir, Norbert, mein Kumpel? Mein Freundchen, hast du ein Ei gelegt, Buddy? Ja, ich weiß nicht, ob der Norbert schon ein Ei gelegt hat. Wir können mal ins Inventar vom Norbert schauen. Norbert, oh! Norbert hat eine ganz besondere Art von Ei für uns scheinbar gelegt. ja, ihr seid heute bei was ganz Besonderem dabei, denn... ihr habt vielleicht das Ankündigungsvideo gesehen, ich habe es beim letzten Mal auch erwähnt, ich werde zukünftig mit euch spielen, möchte euch in den Highscore Heroes Clan oder Tribe einladen und ich bin auf dem Weg zum ersten Gruppenmeeting, so nenne ich es mal salopp. Ist denn mein Bogen? Habe ich meinen Bogen? Ach, verdammt. Sekunde. Sekunde. So. Plan. Ich wollte schon sagen, da stimmt jetzt irgendwas nicht, da ich meinen Bogen nicht ausgerüstet bekommen habe. So, da haben wir ihn. Zur Sicherheit. So, also wir sind auf dem Weg zum ersten Treffen und ich hoffe, es ist jemand da. Ich habe keine Ahnung, ich war noch nicht gucken. Ich hoffe, uns knüppelt nichts über den Weg auf den Haufen. Aber ich bin heute hier, um ein paar Leute einzuladen. Das wird, wie schon eingangs erwähnt, häufiger jetzt passieren. Ah, guck mal, da ist schon der erste online, der Gnomi. Der Gnomi. Es kann sein, dass der Gnomi schon da hinten steht. Der Gnomi hat uns ja diesen wunderbaren Bogen hinterlassen, den ich hier habe. Ja, ich hoffe, es kommen noch ein paar mehr Leute. Ich weiß es nicht. Ich werde heute einfach ein bisschen rumstehen. eine Fackel rauszuholen. Eine Fackel, sagte ich so. So, da hinten laufen wir Dilophosaurier rum. Natürlich. Wie sollte es anders sein? Oh, ich sehe übrigens, da hinten ist ein Floß. So, gehen wir mal gucken. Dann hat tatsächlich einen Floß angelegt. Was ist denn da los? Was ist denn da kaputt? Alter, da hinten ist ein Floß. Ich lach mich kaputt. Oh, guck mal, da steht einer. Ist das der Gnomi? Das könnte der... Oh, da stehen zwei. Ja, sieh mal einer an. Ich bin ja begeistert. Hier stehen schon zwei und warten auf mich. Das ist ja der Wahnsinn. Oh. Ich würde sagen, der Gnomi hat schon gut gelevelt. Wow. So, gucken wir mal. Hier haben wir den... Sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Warum sehe ich keinen Namen? So, das ist der Gnomi. Servus zusammen. Ich spreche mal eine Runde. Und hier haben wir den... Na, Hallöchen. Ah, Gnomi, der gute Spender des Bogens, den ich habe. Ja, und anderen, genau. Genau, ich sehe jetzt auch, Gnomi ist drin. Ah ja, Jekyll ist auch drin. Ja, cool. Yeah. Hat ja geklappt. Sehr schön. Dann können wir ja jetzt gemeinsam ein Imperium schaffen und die Hütte von Safttüte da hinten abreißen. ich habe ja auch schon was gebaut. Müsste ich dann auch noch abreißen. Der Spino ist zum Glück nimmer vor Ort. Übrigens, Jekyll, das... Der Spino war vor deiner Hütte. Also da hättest du einen Schreck bekommen, wenn du da die Tür aufgemacht hättest. Gestern. Ich meine, wenn du schon eine schöne Hütte hast, kann man natürlich auch da weiterbauen. Also man muss jetzt nicht unbedingt hier bauen. Ach, guck mal, hier ist noch jemand. Ach, guck mal, der Safttür. Sieh mal einer an. Ja, hallo. Ja, servus, ich wollte gerade deine Hütte abreißen. Oh, oh, oh. Krokodil, Krokodil, Krokodil. Ah, wir haben Safttür verloren. Safttür ist ins Wasser gefallen. Safttür, rette dich. Okay, Safttür ist wieder... Komm aufs Floß, komm aufs rettende Floß. Oh, jetzt sind wir schon da. Wo ist das Krokodil? Wo ist dieses fucking Krokodil? Holy crap, das ist ja riesig. Das sah für uns gar nicht so riesig aus. Wow. Ich bin begeistert. Das nenne ich einen Unterschlupf. Naja, eben gestern habe ich wirklich kurz die Mauer gebaut, weil eben der Spino war echt... Ja,
fast vor der Haustür und ich dachte, nee, meine gezähmten Tiere, die haben so viel Zeit gebraucht. Nee, los nicht. Oh, und hier zwei, was haben wir hier? Dixie und Trixie. Oh, das ist ja Dixie und Trixie. Wunderbar. Na, kam mir nichts Besseres in Sinn. So, dann mal ab zum Floß. Okay, der Jeckel ist schon da. Der Captain. So, Captain, mein Captain. Achtung, Piranhas. Oh, scheiß Piranhas wieder. Da unten ist ein Koi, also der ist halb so gefährlich. Oh, da ist noch... Achtung, 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 Piranha. Irgendwo hier war da gerade noch einer. Ja, ich hab's gespürt. Ich wollte gerade sagen, Jeckel, kannst du... Zeh angeknabbert. Ja, Jeckel fährt ein bisschen näher ran, das ist gut. So, willkommen auf unserem Floß. So, Jeckel. Oh, yeah, Krokodil. Achtung, Krokodil. Cool. Oh Gott, das folgt uns, das Krokodil. Fahr uns mal ans Land, wenn es geht. Ans Land. Damit wir das Krokodil eben platt machen können. Yes, sehr schön. Boah, was für Scheißviecher. Gibt's hier nicht. Ach, schon wieder die Piranhas hier. Guck mal, das ist ein ganzes Nest. Was ist denn hier los? Das ist ja hier eine Massenveranstaltung, ey. Ey, was ist denn hier los? Da sind noch zwei, die leben. Das gibt's doch nicht. Das ist unfassbar. Die leben alle noch. Naja, sehen wir es positiv. Es gibt einen Haufen Fleisch, ne? Ja, stimmt. So, ich glaube, ist einer alle wieder da, okay. Gut, oh, Safttür, wo... Ja, eine ist gestorben, habe ich gesehen. Ja, Safttür, wo bist du denn gestorben? Bist du im Wasser gestorben? Ja. Ups, mal gucken, ob wir vielleicht dein Zeug finden. Keine Last? Achtung, Piranha ist im Wasser, noch einer. Hier. Schon wieder. Oh. Hier ist auch noch einer. Mein Gott. Ey, wo sind wir hier? Das ist ja hier Piranha Bay oder so. Das ist wie ein schlechter B-Movie. Das ist unfassbar, was hier gerade los ist. Ich glaube, wir haben für ein halbes Jahr ausgesorgtes Fleisch, oder? Noch eines. Gibt's denn? Glaube ich auch. So. So, wer will noch, wer hat noch nicht? Jetzt müssen wir nur hoffen, dass Safttür noch sein Zeug wiederfindet. Im Notfall, wir haben ja so viel. Ich habe auch, yep. Ich glaube, ich habe 5... Und da vorne ist schon wieder ein Kroko. Ja gut, das war weiter weg.
Also wenn wir Glück haben, Saft, gucken wir mal eben kurz, ob er sein Zeug findet. Er sucht zumindest noch. Ja, im Wasser ist schwierig. Gerade in dem Wasser hier, das ist ja der Fluss des Todes, glaube ich. Ja, definitiv. Ich glaube, er hat sein Zeug gefunden. Gut, dann hoffen wir, dass wir es jetzt unbeschadet zurückschaffen. Wir halten für keine Krokodile mehr an, würde ich sagen. Ja, aber die sind im Wasser auch verdammt schnell. Das ist das Problem. Das stimmt. Gut, dann... Oh! What? Warum hast du das Raft zerstört? Wieso ist denn das jetzt putz? Frage ich mich auch gerade. Gute Frage. Hat das vielleicht Schaden genommen? Kann das dadurch kaputt gehen? Keine Ahnung. Wie gesagt, ich hatte noch nie im Floß. Aber es sieht danach aus, würde ich jetzt mal sagen. Da steht destroyed, aber kann doch gar nichts. So, ich glaube, hier begegnet uns nichts Negatives am Strand, weil ich habe keine Pfeile mehr, ich habe keine Steine mehr. Ist nicht so super geil gerade. Ich habe noch einen Speer, aber das war's dann auch. So, aber den Norbert können wir ja nicht zurücklassen, Freunde. Oh, da hinten ist ein Node gespawnt, auch schön. So, warten wir kurz eine Sekunde, bis meine Energie regeneriert hat. Das Schöne ist natürlich jetzt wirklich, wo wir hier im Tribe spielen, dass ich unglaublich schnell XP sammle. Ihr seht das gerade dadurch, dass wir das Floß unter anderem gerade gebaut haben. Das geht natürlich jetzt so super fix. Das ist der absolute Wahnsinn. Das macht natürlich schon eine Menge Spaß. So, hier ist der Norbert. Der niedliche kleine Norbert. So, gehen wir eben gucken, was wir noch im Inventar haben. Nehmen wir mal alles mit. Zerstören das, kann ich mir jetzt... So, Norbert, du folgst mir. Enable following. So, okay. So, dann gehen Norbert und ich mal zurück. Schön langsam, wir haben es ja nicht eilig. Ich weiß es... Oh, guck mal, wie er nachgepatschelt kommt. Oh, ist er nicht niedlich? Ist er nicht niedlich, der Norbert? Herrlich. So, komm, Nobby, du und ich, wir zwei allein heute Nacht. Da ein paar Holzstrukturen waren drin. Sehr cool, also ein komplettes Holzhaus. Ja, nicht schlecht. So, dann bringen wir uns am besten mal zur Hütte zurück. Also zum Originalunterschlupf, dass ich Norbert wegbringen kann. Bevor ich ihn verspeise, meinst du? Du. Ja, komm, willst Norbert. Ja, Norbert, Mädel komm her. Nee, wieder nicht. So, Norbert, darf ich dir Dixie und Trixie vorstellen? Wir haben auf dich gewartet. Ja, aber die beiden anderen blockieren so ein bisschen den Weg. Norbert kommt nicht hin zu seinen neuen Freundinnen. Ach, oh Mann. Du kannst sie ja selber umparken. Weißt du nicht, wie das geht? Hm? Ich will ja nicht einfach auf deinen Dino aufsteigen. Ja, kannst du doch. Ist doch kein Problem. So, Norbert. Komm mal her, Norbert. Hier. Alles für dich. Have fun. Boah. Jetzt geht's los. Und dann legen sie noch mehr Eier. Siehst du, schon zwei liegen da. So. Oh ja, stimmt. Gut, ja, da haben wir noch einiges, zumindest vom Umparken her, schon mal geschafft.